Hallo, guten Tag oder guten Morgen, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen am wunderschönen sonnigen Dienstagmorgen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Andere oder Captain America Justus der Andere oder Justus König der Andere, der YouTuber aus Würzburg. Sag nur eins, lasst bitte ein Abo da auf meinem YouTube-Kanal und die Glocke aktivieren. Und wenn ihr schon das interessiert, die Playlist anschauen und dann geht es schon weiter mit dem Film. Denn heute ist Dienstag. Ich habe heute Spätschicht, bin später arbeiten. Und ich war letzte Woche habe ich das BMW was bestellt. BMW rein, Würzburg, Partei für ein Auto. Ich habe was habe ich bestellt? Genau das. Fußmatten. Die BMW Original Fußmatten. Fußmatten. Weil die Zubehör sind vielleicht billiger, aber die gehen immer so schnell kaputt oder sind so unbequeme Fahrradstützen bei Pedalen. Und da habe ich noch was anderes Zeug bestellt. Ein paar Sachen. Was ich am Wochenende gemacht habe, die Videos kommen noch. Es ist halt alles noch Bearbeitung. Dauert halt Zeit. Habt ihr echt gewusst? Man dürfte ja echt halt schon YouTube-Videos machen, klar. Ich habe ja nochmals noch einen Job. Das YouTube ist nur Freizeithobby. Und dieser Hobby ist ja schon wieder schräg, ich weiß, darum bin ich auch Single. Also jetzt kann ich auch so viel machen, weil ich Single bin. Ja, als wenn man YouTuber sich dann ja, mit zu reisen, rumgehen, das ist nicht jeden Tag ein Ding. Und denken andere, normalerweise ist es nicht, was du machst. Normalerweise müsstest du eigentlich deinen Alter Frau finden, Freunde finden, Kinder machen und nicht auf Buchen und sonst zu reisen. Das macht man nicht, das ist unnormal. Ja, YouTuber-Video auch machen, ist unnormal. Und die meisten Kinder verdienen auch Geld mit YouTube-Videos, ich aber nicht. Man darf sowas machen, solange man nicht damit die Arbeit reinzieht oder was Negatives. Wenn man nur positive Videos macht, sagt keiner was. Und habt ihr gewusst, dass das Video drehen oder bearbeiten auch als Arbeitszeit gilt? Man verdient halt kein Geld damit, aber zieht genauso Arbeitszeit. Deswegen sagt keine Arbeiter Sachen, du darfst nicht länger, also du darfst halt am Tag nur 10 Stunden oder 11 Stunden arbeiten. Deine normale Arbeitszeit und bei der Arbeitgeber plus deine Freizeitarbeit. Als Nebentätigkeit machst, ob du das Geld verdienst oder nicht, mehr darfst du nicht überschreiten. Dann, wenn du mit YouTube das überschreitest, dann kann du was sagen. Weil dann bist du halt nicht mal fit für die Arbeit. Du musst ja da Ruhepause haben. Mal schneiden, der Rendern was sagt oder das bearbeiten das Video, filmen. Das alles sind als Arbeitszeit. Habe ich mal erklärt. Und alles, was man in YouTube verdient, muss man Steuererklärung machen. Also was Steuern angeht, bei Steuererklärung und alles vorzeichnen. Weil da muss man wieder Steuer bezahlen. So wie bei Kurzarbeit. Alles ja nachbezahlen. Okay, aber was ich bestellt habe, ist hier drin. Das ist nochmal. So, sag ich mal, das Original. Und die Kamera auf, die Handy. Da drin ist es, was ich bestellt habe. Ja, die Fußbanden kommen raus. Die Zubehör. Das ist der. Ding da habe ich auch bestellt, das ist schon hier kaputt, sieht man. Abgenutzt. Dann das da, schaut aus wie Kaugummi, wenn man den gekauft hätte. Das habe ich auch bestellt, Innen- und Außenteil. Das da komplett kostet 80 Euro. Ja, da geht schon Geld weg. Das sind zwei Teile. Das sieht eher dann wie Kaugummi. So. Kann die Kamera wieder hinstellen. Ne, müssen wir hier einen Boden finden.
Okay, da war es nicht. Da ist gerade. Gut. Ich hoffe, ich bin auch genau drauf, alles passt. Fußmatten. Hier gibt es nur ein Set. Die Zubehördinger sind scheiße. Muss man da wegschmeißen. Habe ich ja auf Amazon gekauft. Warum? Dann sagen wir, wo ich das Auto gekauft habe, war nur vorne Gummifußmatten. Das eins da hinten ist doch original. Schon alles. Das sind die Klettverschlüsse. Das ist der Klettverschluss. Fahrer, das ist Beifahrer, die sind auch schwarz. Das ist halt das Zubehör. Die neuen, das waren die, wo drinnen waren. Also die wahrscheinlich original, die hinten so, die sind jetzt so sicherlich verrutscht. So, neun Termine drinnen. Die müssen wir halt mal schauen. Ja. Das sind die Originalen. Die können wir noch aufheben. Alle Zubehördinger. Ja, der Beifahrer hat geknickt. Da stand dran Performance. Die waren mal 30 Euro, die Amazon gekostet, aber
Abgefahren, bringt doch nichts. Stört nicht beim Fahren. Das Ding gar in Pedal getreten, also gestört. Macht doch nichts. Das ist das Teil von der Tür. So schaut das Teil aus von der Tür, von der, das Außenteil. Alles andere ist das Innenteil. Ist dann so. Und das ist das Ding. Das ist es hier von den was da unten drin ist. Das da. Guck, da ist der Kumpel noch. Die ist alles noch. Schau das selber an. Also das ist das Innen- und Außenteil. Das da, das noch montiert werden muss. Von dieser Tür. So, das ist das Innenteil. Das andere ist das Außenteil. Und das Teil. So schaut das Ding aus. Da reinkommt. Gut. Super. Geil. Ups, Fahrrad jetzt gewackelt hat. Und da sind die neuen Teppiche drin. Schaut doch viel besser aus vor. Ja. Kein Knick da vorne mehr. Neun Teppiche. Die originalen Teppiche. Es gab sie in grau oder schwarz. Oder als Gummi. Beim BME, nicht beim M, gibt es mal hier, beim M, BME M bestellt. Die haben nicht mal, den hier Fußteppich haben hier was draufstehen. Das sind auch diese Teppiche. Egal was der BMW kauft, man hat immer die gleichen Teppiche. Da gibt es keine extra. Ich hab auch gedacht, vielleicht M, dass die M-Modelle M drauf haben, so draufstehen haben, haben die vom BMW gesagt, nee. Vorsicht! Oh. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Also wenn euch das Video gefallen hat, macht bitte Like, Daumen hoch, abonniert meinen YouTube-Kanal, YouTube-Channels. Der Name lautet Indiana Jones Darmdörrer. Einfach zu finden als Justus König, das ist mein Name. Und ich habe TikTok noch und Instagram-Profil. Instagram heiße ich Indiana Jones Darmdörrer und TikTok Justus Darmdörrer 13, alle Informationen zu meinen sozialen Netzwerken, Profile. TikTok, Instagram, YouTube findet ihr alles auf meiner Beschreibung des Videos auf YouTube. Dieses Video einfach runterscrollen, da steht der Name plus Link dorthin folgt. Ja. Jo, da kann ich nichts mehr sagen. Nur, dass ich heute noch arbeiten muss. Ha, ha, ha. Also, wie gesagt, heute, ich bin unterwegs. Klar, ich habe keine Freundin. Heute ist sagt er, geht doch in Disco, heute ist schwer zu finden, echt sehr schwer, und hat man Hobbys und sind noch schräg, dann ist doch schon schwerer. Am besten hat man keine Hobbys, dann findet man vielleicht leichter eine. Disco bringt auch nichts mehr, die Zeit ist vorbei, und das Fitnessstudio, Fit One, gehe ich halt nur rein, um ein bisschen Spaß zu haben.
das Fit One. Ein Fitnessstudio, was ich machen würde. Ich würde nicht abnehmen. Das kann ich euch gleich sagen, da werde ich nicht abnehmen. Aber es findet, dass ich dicker werde. Früher war ich schlanker, klar, mit der Zeit ist halt Gene, wird man halt mit den Jahren dicker. Das kannst du nichts machen. Du kannst nichts essen. Es speichert einfach an. Speichert. Gene, kann man sagen. Man kann halt nichts dagegen machen. Also Fit One. Ich will den Sport machen. Die Hauptsache habe ich eine Sauna bestellt, Sauna-Landschaft da zusammen oder Wellnessbereich, weil es cool ist. Da kann man sich das anders sparen, wenn man nach Kitzingdauern geht zum Sauna oder nach Würzburg zum, wie heißt das nochmal, Lauden-Sauna, kostet ja auch Geld. Und das heißt einmal im Jahr 65 Euro, kannst du den Sport machen, dann Saunalandschaft, das ist das Gleiche. Also was will man machen? Du hast einen Aufguss, also in der Saunalandschaft sind die Leute nett, die sprechen dich an. Also wenn du in den Fitmund reingehst und die sehen dich irgendwo, von der Saunalandschaft, die ich kenne schon, die spreche dich an. Von Fit One selber, die oder Sport machen, wirst du nie angesprochen oder nie mit, redet einer. Keine Ahnung, das sind nur die von Sauna, das sind sehr offener. Das ist in der Nächste. Ziemlich nett. Gut. Also wie gesagt, das Sport, ich werde da nicht abnehmen, keinen Muskel aufbauen. Deswegen habe ich die falschen Gene dazu. Es wird ja nur, dass man halt dicker wird. Dass man nicht so Michelin wird. Das ist das Einzigste. Und sich fit zu halten. Und gegen Alter. Wenn man älter wird, wird man ja schwächer und das kann man sich auch damit nehmen. Alter. Prozess. Ansonsten. Also wie gesagt, Freundin, das wird nie klappen. Also ich glaube, Single sein bis zum Tod. Diese Zeiten sind vorbei, das kannst du vergessen. Als jeder ist schwer zu finden. Frauen haben genug Angebote. Gibt es genug Männer hier. Ihr könnt sich alles aussuchen. Und die wollen eh die Besten. Klar, kann auch verstehen. Und Take Me Out, könnt ihr gleich vergessen. Da geht man rein und dann sehen sie schon ein, sagen sie gleich schon fast nein. Oder du sagst auf YouTube, geht's gleich komplett rot. Also auf YouTube und so weiter. Das sind nur Models, Take Me Out. Da hast du ihre Chance. Wie gesagt, im Internet müsst ihr immer aufpassen, wenn euch ein Mann schreibt, Frauen. Ist es so hübsch? Ist es so nett? Ist es bestimmt fake. So sag ich es immer. Wenn eine Frau anschreibt und die ist hübsch und sehr nett, will was, dann aufpassen. Meistens fake. Da gibt es viele, haben sie gedacht, sind ja schon. Die wollen nur Daten haben, sonst was, keine Ahnung. Muss heute aufpassen. Heute ziemlich aufpassen. Also. Und viele Frauen oder andere wollen einfach noch Single bleiben heute. Haben halt keinen Bock auf Beziehungen. Das kann man gleich verstehen. Bin ja auch schon seit 4 Jahren Single. Habe nicht so richtig eine Beziehung gehabt. Vielleicht 2-3 Wochen dann wieder aus. Habe wieder Schluss gemacht, was mir gefallen hat, weil das noch nicht so wichtig war. Also, ja, ist halt so. Wenn man jetzt nur Single hat, ist und Beziehung geht, ist halt anders. Da gibt es kein Ich, sondern wir. Da muss man auch die Regeln hin. Er sagt der Partnerin, am Anfang wird sich euch auch gedulden mit YouTube, aber dann wird sie sagen, nee, machen wir weniger. Weil sonst so ihre Freundin oder ihr Kollegen schimpfen. Weil das so Max kann peinlich sein oder sonst was. Es sieht jeder bist öffentlich. Welche Frauen wollen nicht, dass ihr Freund öffentlich sieht, weil das könnte ja Freunde, Eltern. Wir können auch dann peinlich sein. Ja. Ich kann auch sagen, du bist ein Idiot, Vollidiot. Aber wir so schlau sind wie die, Studenten sind das vielleicht, wir sind nicht so schlau, ja klar sind wir nicht so schlau, aber ja. Egal, es ist alles Mögliche, keine Ahnung, es ist halt nicht so einfach. Aber egal, man hat überall immer Hater. Also ich sag einfach, auf YouTube kennst du mich jetzt alle. Und wenn die jetzt von uns sagen, bist du Idiot, dann sag ich ja, das hätten sie eh gesagt. Wenn die dann mich dann so, ohne YouTube ziehst du dich einfach so, dann sind sie Idiot, so wissen sie gleich, weißt du gleich, wie sie von dir denken. Was Sachen. Welche mögen sie nicht? Jeder hat andere Einstellung, andere Meinung und so weiter. Mit der Sinne sage ich euch auf Wiedersehen. Ciao, goodbye to you. Bis demnächst. Wir sehen uns bald wieder. Solange ich Single bin, kann ich ja noch Videos machen. Kann ich unterwegs sein. Kann mir keiner es sagen, du darfst es nicht. Ja. Weil die Leute, die ich habe, die machen gerne mit. Freunden machen gerne mit. Freunden. Kumpels. Also, ciao.
Oh, shit.